Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Livestream. Heute das erste Mal tatsächlich auf dem zweiten Streaming-Rechner. Twitch-Chat, die Seite ist auch schon mit am Start. Einen wunderschönen guten Abend. Wie verstehst du mich? Kannst du mich gut hören? Passt das soweit? Erzählen Sie mal. Oh. Da muss ich gleich mal. Alles tipptopp, sehr gut. Du, dann aktiviere ich gleich mal die Musik und du sagst mir bitte, ob die Lautstärke so in Ordnung ist. Mein lieber Twitch-Chat, die seid vielen, vielen lieben Dank für dein Abo und für dein Upgrade in die First Class. Vielen lieben Dank. Mega nice von dir. Lautstärke passt. Sehr, sehr geil. Ja, weil du geschrieben hast, pünktlich. Natürlich. Allerdings, fliegen werden wir erst in einer Stunde. Muss ich dich also leider noch auf eine Stunde vertrösten. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Ich werde jetzt erstmal noch kurz in GTA rein. Ja, First Class, mehr Meilen für mich. Sehr, sehr nice von dir. Echt, oh, freue mich. Ein perfekter Start für den heutigen Stream. Sehr nice. Ja, gut. Ja, dann in dem Fall würde ich sagen, switchen wir direkt mal. Ich nehme jetzt mir hier kurz mal mein Massagekissen weg. Und wir switchen jetzt direkt mal in GTA. Und gucken, ob das auch funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt der Live-Test. Ich habe es offline getestet, alles funktioniert, wie es gestern auch. Aber ich hatte dann eine Einstellung geändert und dann ging gar nichts mehr. So, gucken wir mal. Ja! Schaut ja nicht so schlecht aus. Ich schaue gerade. Ich habe hier zur Not noch einen Backup-Monitor laufen, bei dem ich höre. Ach so, eine Frage noch an dich gleich direkt. Hast du das Abo von dir gerade gehört, den Sound, der im Hintergrund gelaufen ist? Ich hoffe, den hast du gehört. Ich denke aber mal ja, also super geil. So, ich gehe in der Zwischenzeit direkt schon mal ins Spiel. Ach so, habe ich denn Ding hier schon laufen? Jawohl, TeamSpeak läuft. Sehr gut, von daher müsste das auch alles funktionieren. Test, Test. Ja. So, ich habe jetzt aber tatsächlich. Na, warte mal. Ah, okay. Warte mal. Okay. Mein Charakter spricht zumindest, aber ich höre TeamSpeak nicht. Okay, interessant. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Und zwar. Moment, ich muss hier mal kurz auf Sounds gehen. Und gucken. Ah ja, okay. Ich weiß schon wieso und weshalb. Zack, 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 zack. Standard. Ja, weil ich jetzt Nvidia RTX wieder neu installiert habe. Du hörst mich immer noch gut. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir. Mikrofon activated. Ah. Da ist es auch wieder. Du hörst mich immer noch, oder? Ich hoffe mal. Ich höre mal selber kurz noch rein und guck, ob ich mich selber höre. Ja, das ist jetzt wie gesagt das allererste Mal nur, wo ich noch gucken muss, ob das jetzt alles so funktioniert. Aber meine Stimme höre ich zumindest auch mal gut. So, von daher gucken wir mal, ob das alles Microphone funktioniert activated. jetzt. Schweizer, sein Auto ist nicht da. Da rufe ich gleich mal die Jules oder beziehungsweise Luigi an. Erstmal Franco. Hey, grüß dich, wie geht's dir? Ach, geht doch, kommst du mal mit? Ja, komm ich, bis gleich. Jo, bis gleich. So.
Gut. Ich habe eigentlich alles. Ich kann direkt mit meinem Arbeitsfahrzeug fahren. So. Ja, jetzt habe ich dieses Mal, beziehungsweise, Microphone muted. Was heißt dieses Mal, jetzt habe ich auch tatsächlich meine, wie soll ich sagen, meine neue Kamera das erste Mal in Betrieb. Ich hoffe, das Bild passt auch. Ich denke mal, soweit sollte das in Ordnung sein. Ich glänze ein kleines bisschen, sehe ich gerade. Ja. Ui. Ja, etwas knapp, aber ja. In der Tat, mein Notebook ein bisschen näher zum Herstellen, müsste ich nicht so weit greifen, aber es ist noch. Es ist grenzwertig, aber es geht noch. Ich stelle es hier in den Busch rein, dann kann keiner mein Nummernschild lesen. Zumindest denke ich mir das mal so. Gut. Mal schauen, ob ich sie so auch gut verstehen kann, ich hoffe. Ja, da steht der Gruppe ja schon. Microphone activated. Also Nachteile gibt es halt keine, außer dass es halt mit dem Freikaufen nicht funktionieren würde wahrscheinlich. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen Platz machen. Dieser blöde Schirm hier. Ja, deswegen sitzen wir ja. Was, ihr sitzt? Ja. Ja, siehst du, alle mal aufstehen, danke. Und dann wieder hinsetzen. So, wer sitzt jetzt bei dir? Alle bis auf David und Luigi. Und Luigi, weil die sich noch nicht hingestellt haben. Hey James, okay. Wie ist dir? Hallo, danke. Geht mir gut. Setzt du dich auch hin, James? Ich bin dabei. Komisch. Ja, alter Mann, ich weiß nicht. Wer ist falsches Sitzen. Klappstuhl und so. Warte mal, ich setze mich neben 1A, wie neben du dich hinsetzt. Ja, ich weiß schon. Du willst nur kuscheln. Wäre es möglich, dass wir für ein paar Minuten Flugmodus mal alle anmachen, das ist gut. Ja, kann ich gerne. Für ein paar Minuten nur. Ich bin zu blöd, mich richtig hinzusetzen. Da hinten sind zwei Backen, da setzt man sich einfach hin. Ja, das sagst du so einfach. Na, geht's doch. Ja, okay, also dann. Mikrofon. Ja, Leute, ich muss jetzt mal kurz in den Metermodus, kann weitergehen? In den Meterschutz gehen. Das Gespräch. Mikrofon. Alle Handys auf. Alter, was schreist du mich so an? Ich hab mich extra aufgedreht. Ich hab mich richtig erschrocken. So, das ist sehr freundlich von dir. Danke. Und Gesundheit. Ganz schön anstrengend. Gut, also, ja. Gut. Ja.
Boah, was machen wir jetzt Schönes? Ihr Hübschen? Stocken. James, was machen wir beide jetzt? Ja, gute Frage. Fast eine Lust. Ich hab keine Ahnung. Also ich habe heute schon 3 Pounder gemacht. Also auf Arbeiten habe ich gerade keine Lust. Ja, dann her mit der Kohle. Ah! Jules hat mich abgezockt. Was, wie? Naja, weißt du, beim ersten Pounder, okay, habe ich verstanden. Die haben zu zweit angefangen. Ja. Ich habe dann nur meinen Granger bekommen. Okay. So, beim zweiten Pounder habe ich angefangen. Die beiden kamen danach und die beiden haben dann das Geld einfach aufgeteilt. Ich habe davon nichts abbekommen. Okay. Und dann der dritte Pounder habe ich mit Luigi angefangen. Kam Franco ganz am Ende dazu und hat sich auch nochmal Geld abgezockt. Also er verdient? Ja, 20.000. Für wie viele Stunden? Warte, von... Lass mich lügen. 11.40 Uhr bis 19 Uhr. Ja. Alter, hat sich richtig abgezogen. Was Erdbeeren war das, oder? Nein, einmal Stein und zweimal Gold. Okay. Wieso habt ihr Stein gemacht, bitte? Früh soll es ein bisschen ruhiger sein und das ist, glaube ich, ein bisschen okay. Besser. Okay. Naja, gut, ja. Gute Frage. Was machen wir? Worauf hast Bock? Achso, ich müsste mal zu Harmony fahren. Ja, dann können wir doch machen. Dann komme ich mit, denn kannst du da wenigstens wegfahren. Ich frag mal. Willst ein Auto lackieren? Achso, ne? Scheiße. Mit Diego reden sie jetzt gerade, gell? Ja, kannst du ja trotzdem anrufen. Die ja. Sind dort bestimmt noch auf dem Weg. Und die wollten ja mit Julius reden und nicht mit Diego. Also. Richtig. Denk mal, ich glaube, das ist kein Problem, wenn er kurz anruft. Soll ich da einfach in der Zentrale anrufen oder direkt bei Diego? Ja, ruf mal erst Diego an und dann sag, ich glaube, das ist, glaube ich, einfacher. Wer kommt da jetzt? Wer kommt denn da? Ach, das ist Isaac. Und ach, Isaac, sehr gut, da können wir gleich mal einzahlen. 200.000 einmal einzahlen, bitte. Wenn du 200.000 hättest. Sogar ich höre dich, Jules. Was? Jules? Ouch. Hey, Isaac! Servus! Hat ihr auch Jules, aber nicht jetzt irgendwie... Was nee, geht? Wir holen Jules nicht. Wir hören Jules nicht. Isaac? Ja? Ich hätte eine Frage bezüglich Online-Casino. Ja, Namen ändern kann man... Ja, nee, kann man nicht mehr. Diego? Ah. Diego? Ja? Lol. Mich haben vorhin sämtliche Anwälte, die ich gestern angerufen habe wegen deinem Fall, innerhalb von 10 Minuten angerufen. Geil. Die sind bestimmt alle hier Gruppen aufstehen, weißt du? Ja. Bestimmt alle zusammen Party gemacht, sind alle zusammen eingetroffen. Ja. Bestimmt auch alle gleichzeitig aufgewacht. Das ist ja der Erste, ist aufgewacht. Dann gibt es die schöne Franco-Schelle, alle ja. Und dann sind sie alle wach. Dusch. Bei denen, weißt du, was bei Ben ein Testament kostet? Nee, weiß ich nicht. Frag mal nach. Ich denke mal nicht zu viel. Kennt er mich? Franco? Jo, Träger. Hey, grüß dich. Ganz schlimm, ganz schwierig auch gerade. Hab ich eingespeichert, alles gut. Alles klar. Weißt du zufällig... Oder hast du es im Kopf, was es kostet, ein Testament zu erstellen? Ja, $5.000. Also nein, $5.000 ist, glaube ich, also... Ach, warte mal, lass mich mal kurz in die Gebührentabelle reingucken. Also, Testamentsverwahrung kostet $1.500. Okay. Testamentseröffnung, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, nur, wenn es dann... Ja, das ist für den Todesfall kommt, ja dann, oder? Genau, und Testamentserstellung $5.000. Okay. Das heißt, das komplette Dokument würdest du dann erstellen dafür, oder? Könnte ich erstellen, du kannst es theoretisch auch selber machen, dann sparst du dir $5.000. Okay. Das ist relativ egal. Und wenn ich dich da einfach mal kurz drüber gucken lasse, ob das alles so rechtens ist? Können wir gerne machen, aber das wird sowieso noch gemacht. Also, wenn du es zum DOJ gibst... Dann verwahren die das ja und ist dann 48 Stunden nach der Verwahrung erst gültig. Dann wird das beglaubigt und dann guckt sich das Richter auch an, ob das alles so passt. Okay. Aber ich kann es trotzdem machen. Also einfach bevor mal du dann dahin rennst und die sagen, ja, ist
passt nicht, und du musst nochmal wieder, dann kann ich das auch machen, das ist kein Problem. Okay, cool. Ja, dann schreibe ich mal was. Also ich habe schon was zusammengefasst, aber ich möchte da noch ein bisschen was hinzufügen und würde mich dann einfach melden bei dir. Jo, alles klar. Ja, super, danke dir. Dann schon mal einen schönen Abend. Gleichfalls, tschüss. Danke, ciao. Wo sind die Zipfiglatscher jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. David hat auf einmal gesagt, lass uns ein Auto nehmen oder wollen wir ein Auto nehmen und dann sind sie einfach losgefahren. Jetzt rufe ich den Schweizer an. Und was kostet's? 5.000. Oh, geht ja, oder? Ja, das ist okay. Aber wenn du es selber erstellst, dann und er nur drüber guckt, kostet glaube ich nichts. Ja. Ja. Hey, du Zipfiglatscher, wo seid ihr jetzt hin? Wir fahren kurz Eiser Konzept erfüllt. Wegen? Weil er da hin will. Ach so, wegen der Besprechung wahrscheinlich. Ja. Okay, also. Warum sollten wir sonst eigentlich hinfahren? Ja, gute Frage. Na ja, gut, passt. Okay. Ja, dann rufe ich mal kurz bei Dario an und frage wegen Auto lackieren. Ja, mach das. Wir melden das bei dir nachher. Arrivederci. Ja, ciao. Vierten. So, dann rufe ich jetzt mal kurz Dario an. Der müsste ja meine Nummer eigentlich auch eingespeichert haben, oder? Ist das nicht Diego? Diego, sorry. Alles gut. Dario, Diego ist fast das gleiche. Ja, ja. Ja, bitte, LBDS James. Servus, Diego. Ich hätte eine Frage. Zwecks Auto lackieren, wäre da jemand da bei euch? JB sollte eigentlich oben sein. Double ebenso. Muss man die Leitstelle anrufen. Okay, dann rufe ich die Leitstelle an. Alles klar. Was kostet das eigentlich? Weißt du das auswendig? Volllackierung? Ja, diesen Vagrant, ich weiß nicht, der kann glaube ich nur zwei Farben oder was. Oder eine Farbe? Zwei Farben und Pearl. Zwei Farben und Pearl. Ach, geht beides, okay. Mhm. Ja. Was in der was kostet oder? Ja, uns halt von Familie. Ich weiß nicht, ob ihr schon einen Deal mit JB gemacht habt, müsst ihr mal drüber reden. Aber wenn ihr keinen Deal habt und halt du bist Neukunde, dann bezahlst du erstmal 12.000. Okay, ich glaube, wir haben einen Deal, aber dann frage ich mal bei der Leitstelle nach. Genau, wenn, ja. Dann fragst du einfach JB. Supi, danke dir. Tschüssen. Ciao, ciao. Leitstelle. Ja. So. BDS James, sagt er. Servus Marco, das ist James. Ich wollte fragen, ob wir bei euch schon Sonderkonditionen bekommen. Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt heute den ersten Tag da. Ah, sehr gut. Also ja, laut Franco ist, ja, aber okay. Ich wollte einfach mal fragen, was das kostet. Wie James. War dein Name? James dran, wollte fragen wegen Sonderkonditionen, ob die schon haben oder irgendwie. Ich weiß nicht, der Monopoly-Mann oder? Nein, von der BDS, von Franco. Von der BDS von Franco. Normal schon, sagt Jason. Okay, passt. Ja, bei euch ist jemand da, oder? Ja, ich bin, oder wir sind noch eine Weile da. Alles klar, ja, dann komme ich mal vorbei. Alles klar, bis gut, gleich, bis ciao. Gleich. Jo, tschüss. Gut. Also, lass uns fahren. Jep, ja. Bist du jetzt mit dem Auto hier? Nö. Naja, okay. Ja, wie bist du denn hergekommen? Ich habe mehr als ein Auto. Ja. Ich meinte jetzt nicht, ob du mit dem Auto. Arbeitsauto da. Ja, Franco hat mich nur angerufen und hat gesagt, ey, ich soll herkommen. Da wusste ich ja nicht, was Sache ist. Ja, ja, alles gut. Wenn ich einen Einsatz habe, dann, ja. Ja, nee, ist ja alles gut. Dann fahre ich mit dem Jester hinter dir her, dann fahren wir da hoch und dann, wenn lackiert ist, kommst du mit mir wieder mit. Ja, nice, dann machen wir das. Oder, nee, dann können wir doch eigentlich hier stehen lassen, den hier, oder? Ja, stimmt, du hast recht. Dann fahren wir gleich mit dem Jester. Mm-hmm.
Microphone muted. Ja, Leute, Leute von heute. Ja, sorry wegen dem Metaschutz. Es gab einiges gerade zu besprechen. Und ich, wenn ich gebeten werde, Flugmodus zu aktivieren, dann muss ich meinen Metaschutz natürlich aktivieren. Hallihallöchen, Kathi, du alte Schutzschlosse. Der eine Baum ist ein bisschen nervig. Ja, was geht da weg bei dir? So eine geile Aussicht von dir, glaube ich. Ja, ich bin... Hallöchen, du alte Schutzschlosse, wie geht's dir? Was geht da? Heute schon ordentlich geschwimmflost. Jo, tschüss. Also nicht du, James. Ja. Also geschwimmflost hat es nicht. Okay, gute Nacht, James. Ja, gute Nacht, ja. Crash, gute Nacht. Gute Nacht, okay, sorry, schon? James. Ja. Ja, die geht schon schlafen, alles luschen. Ey, James, du. Ey, was? Wir hatten doch ausgemacht, wir wollten doch ein Rennen machen, oder nicht? Ja, aber ich fahre mein Auto jetzt erstmal kurz zum Lackieren, damit ich mit dem neuen Perlifekt-Lack dann auch einen aerodynamischen Vorteil habe dir gegenüber. Was? Das kann aber nicht wahr sein. Aber gut, gut, ich bin gerade am Telefonieren übrigens. Ich habe ja hier mein Viagra, also da musst du aber ordentlich mit was Ordentlichem ankommen, sage ich dir. Ich glaube, da muss ich auch Super Plus tanken, weil sonst habe ich ja gar keine Chance gegen dich. Sag dir, das Viagra gibt nochmal 20 PS mehr. Tut mir leid, da kann ich nicht von Erfahrung sprechen. Also das, aber du weißt ja, jeder Kleber macht auch nochmal extra PS. Kleber drauf machen. Ja, gut. Aber dauert das Lackieren nicht nochmal 2 Stunden? Ja, leider. Okay, dann wird es schwierig bei mir, weil ich muss. Das machen wir morgen. Früh. Ja, morgen? Ja. Okay, ja. Morgen soll das Wetter schön werden, da können wir dann morgen mit bestem Grip hier, aber du musst mir die Strecke vorher noch zeigen, das ist ja sonst unfair. Kein Problem, die ist easy, aber ich habe halt wie gesagt, ich bin die Strecke schon zweimal gefahren, rennenmäßig, und schon zweimal habe ich den Fall mein Biff da versenkt. Ja, auch. Das passiert dir mit dem nicht. Und zur Not hole ich dich raus. Hallo, diesmal passiert mir das nicht, keine Sorge. Ja. Warte mal ganz kurz, Kathi. Ja, der hat irgendwie Tarnlack bei dir hier. Dann geh mal kurz. Ja, stell dich mal kurz hier hin, wo ich bin. Nicht, dass ich dich hier. Ich bin gerade am Telefonieren. Ja. Ich versuch den mal kurz auftauchen zu lassen. Ja. Ja. So, jetzt bin ich wieder ganz bei dir. Okay. Ja. Ja, wir suchen gerade ein Auto. Okay. Das ist auch in Tarnfarben lackiert. Moment mal, ich bin gleich wieder da. James, tut mir leid. Ja, du, gar kein Thema. Ich weiß ja, du bist schwer beschäftigt. Nee, alle gleichzeitig reden mit einem und dann ist man am Telefonieren und dann denken die reden mit einem und geben einem Antworten auf das, was man sagt. Ja, das passiert des Öfteren. Du musst am besten ein Schild hochhalten, wo auf dem drauf steht, bitte den Fahrer nicht ansprechen. Ich bin am Telefonieren. Ja, richtig. Ja, ich bin am Würfelpark mit Schilden hier und ich bin nicht mehr so lange wach, aber vielleicht können wir morgen das Rennen oder irgendwann, schauen, wie wir mal Lust haben, ne? Ja, voll geil. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn das klappt. Jo. Ja, muss ich immer noch nicht. Mode habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Siehst du mein Kuruma? Ja, den Kuruma sehe ich. So. Scheinbar bin nur ich augenblind heute. Aber mich würde es freuen, wenn das klappt. Okay, James, lass es krachen, hau raus, ne? Fahren wir halt bis dann. Denne und Küsschen aufs Nüsschen und halt alles steif, gell, bei dir. Alles gut. Ich hab letztens was Neues kennengelernt, auch Kotze auf die Fotze, aber das ist nicht so geil. Das müssen wir mal näher erklären. Küsschen aufs Nüsschen ist mir lieber, das hat sich netter an, sag ich mal. Ja, das ist also dann zumindest für uns, Sorry. Mach's gut, schönen Abend dir und dann bis morgen würde ich vorschlagen. Tschüss. Halt die Ohren steif und sonstige Körperteile. Auf Wiederhören. Ja, du auch. Ciao. Ciao. Alter, die ist so geil. So, neuester Spruch, Kotze auf die Fotze. Oh. Ja gut, aber bis gleich. Jo. Mikrofon muted. Ja. Oh, gleich mal hängen geblieben. Nice. Na dann, fahren wir zu Harmonies und lackieren. Lass uns mal gucken, was für einen besten Tarnlack er
damit auf Gras nicht zu sehen ist. Es gibt. Oh fuck. Jetzt habe ich mich sogar verletzt beim Autofahren. Scheiße. Ich sollte noch ein Ibuprofen zu mir nehmen, bevor ich da anschnallen erstmal. Guten Abend, lieber Paul. Alles klar bei dir? Na, bist du ready for departure? Bei uns geht's dann gleich in den Sim, höchstwahrscheinlich. Ich warte noch auf eine Rückbesprechung, weil es gerade ein recht interessantes Thema, was die Familienzukunft betrifft, hier gerade besprochen wird, und ich warte, bis ich da eine Rückmeldung bekommen habe, und dann verabschiede ich mich hier aus Los Santos und dann würde es direkt in den Sim losgehen. Ja, wurde bei Lucky 5 angenommen und hat morgen ein Bewerbungsgespräch. Ja, aber wenn du was für ein Bewerbungsgespräch? Im Spiel schon oder für den Whitelist-Antrag? Also wurde dein Whitelist-Antrag angenommen oder wurdest du direkt komplett angenommen schon? Wir können gleich eine Runde zusammenfliegen, wenn du Bock hast. Im Spiel. Ah, okay. Nice. Okay. Müssen nur gucken, wie wir das dann machen, weil Schweiz hat eine Route schon sich ausgedacht. Irgendwie über. Herrgott, wo waren das jetzt? Ach, bin ich jetzt doof? Wie heißt die Insel nochmal? Che Guevara. Über welches Gebiet hat er nochmal geherrscht? Ich habe gerade den Namen vergessen. Wie kann ich so doof sein? Update schon runtergeladen für. Nee, scheiße. Wie groß ist das Update? Wie groß ist das Update? Erzähl mal. Fuck. Kuba, du hast recht. Ja, genau, Kuba. Ich wusste es nur mit U und mit B. Verdammt, ich bin gerade voll auf dem Schlauch gestanden. Wie ist es von der Lautstärke her? Passt alles soweit? Ich bin nämlich jetzt auf dem Dual-PC-Setting jetzt gerade. Warum denn die Garage? Ach da, okay. Ich glaube, es waren ein paar Millionen. Willkommen im Haus der Hölle. Was kann man gegen euch tun? Ja, alles. Hi, was geht? Ey, was geht? Willkommen zu eurem schlimmsten Albtraum. Na, wunderbar, da fühle ich mich auch gleich wohl hier. Mensch. Ja, perfekt, besser ist das. So, ich geh jetzt aber auf Couch, ne? Ja. Alles klar, hau dich hin. Ja, tschüss, haut rein, peace. So, was kann ich euch Gutes tun? Was geht? Ich möchte dieses Fahrzeug in. Warte, ich zeig dir in welcher Farbe. Ja, zeig her. Dieser Farbe haben. Wie er angezogen ist? Nein, guck mal, hier. Ach so. Grün. So. Ach so, so willst du den. Ah, okay, ja, das kriegen also wir hin. Ich will, dass das Auto nicht mehr erkennbar ist in der Wiese. Und zwar aus dem Grund, dass ich da öfters gerne mal... Wie willst du Dinge verschwinden lässt? Ja, ich will, dass er in der Wiese verschwindet. Ja, verstehe ich. Mach ich dir. Komm mit, ich zeig's dir. Und dann kannst du es dir angucken. Pass auf. Ich habe mir vielleicht überlegt, welche Farbe da gut passen könnte. Wäre. Ja. Eine. Warte, wir müssen natürlich die Streben aufmachen. Unsichtbarkeitslack bräuchte ich. Der Baldwin hat einen guten. So, warte. Was hab ich? Unsichtbarkeitslack. Das Problem ist, die Teile hier hinten sind Carbon. Die kann ich dir nicht färben. Aber so weit, also das hier wäre jetzt zum Beispiel so ein Grasgrün, sage ich jetzt mal, so ein Waldgrün. Okay. Was man noch machen könnte, man könnte Braun hernehmen, das würde auch noch gehen, steht der eher auf Gras oder auf
Sand. Also mehr oder weniger möchte ich einfach Offroad fahren damit und ich möchte nicht, dass er sichtbar ist. Mhm. Verstehe ich. Warte mal. Natürlich ist es klar, ey, wenn er grün ist, geht's auf Sand nicht, das ist klar. Aber wahrscheinlich die meiste Zeit eher im durchs Gebüsch und solche Sachen. Dann würde ich tatsächlich eher das hier empfehlen. Das matte Waldgrün. Mhm. Weil das ist am dunkelsten und ich sag mal unauffällig. Wir können es auch shiny machen, sag ich jetzt mal. Wir können es auch glänzend machen. Das geht auch. Dann würde es so aussehen. Nee, das schaut. Nee. Ich glaube, das ist oder, besser. Oder Seidenmatt können wir es auch machen, dann sieht es so aus. Ich mach dir mal die Streben auch in der Farbe, dann hast du mehr zum Gucken. Ja. So. Entweder so oder so. Das hier ist diese leicht glänzende Variante und das ist halt die matte. Kannst du nochmal die leicht glänzende machen, bitte? Ja. Oh, da ist echt nicht viel dran, was hier lackiert ist, gell? Nee, das meiste ist halt Carbon, deswegen ist der auch so leicht und flint. Ja. Flink, sag ich jetzt mal. Nee, kannst du die andere nochmal machen, bitte? Ja, klar. Warte. Hier. Ja, die schaut schon irgendwie. Warte, ich mach auch mal die Haube. Das, ja. Mach auch mal die Haube. So, warte, jetzt muss ich nochmal kurz die Streben bei der Projekt. Das springt da manchmal so. Jetzt. Das wäre das dunkle Grün. Meinst du, warte mal. Wenn wir das zweifarbig machen, dann. Meinst du die Haube in einer anderen Farbe, oder wen? Ja. Oder die Streben? Die Streben gefallen mir ehrlich gesagt in der Farbe gut. Wie meinst du jetzt, was willst du die auf Haube der Motorhaube drauf haben? Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht so einen Braunton, irgendeinen schönen aber. Ja, also warte mal, dann gehen wir mal die Brauntöne durch. Wir hätten das Braun. Ja, das ist helles. Zu hell. Das ist zu hell, das ist ja auch Dann hätten wir einmal so ein Wüstenbraun. Das wäre so, ja, wie es halt sagt, so Wüstensand, Bräune, ja, sag ich jetzt mal. Ja, weniger. Dann hätten wir noch im Glänzen, aber das ist zu hell, das ist viel zu hell. Hast du irgendwie so einen Braunton? Boah, da müsste ich jetzt überlegen. Warte mal. Mikrofon muted. Achso, das war eine Mini-Update. Okay, ich glaube, ein paar super. Warte mal. Passt auch hier, ja, super, danke dir, weil jetzt bin ich auf dem zweiten der Notebook. Ist zu bronzemäßig, sag ich jetzt mal. Das sieht aus wie Kotze. Ja. Sowas? Maybe? Ja, aber wir bräuchten es am besten matt eigentlich. Damit es sich so ein bisschen angleicht. Ja, das sowas? Stimmt. Sowas? Halt ein ganz dunkles Braun. Warte. Da kann man es fast schwarz lassen. Ja, das stimmt. So? Kannst du das mal kombinieren mit dem Gitterrohr? Klar, warte, lass mich kurz machen. So. Jetzt beides zusammen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Was sagst du da, Balduin? Für einen Buggy? Also normalerweise bin ich ja ein Freund von Farben, aber den möchte ich halt echt, dass er nicht zu sehen ist. Ja, so ist er halt am unauffälligsten, sage ich jetzt mal. Also glänzt er nicht, so ist er matt, so reflektiert nichts so wirklich. Und dann noch den 25er Pet, nein. Nee, weil dann ist es ja wieder eine. Ich weiß. Fahrende, hier, so eine fahrende Farbbombe. Ja, ich weiß. Was für eine 25? Ich weiß. Pearl, hier, das ist so weiß. Ach so, warte mal. Nimmst die 90. Boah, krass, ja. Das sieht ja geil aus. Also, das sieht echt geil aus. Ja, auf dem sieht auch Pearl echt Hammer aus. Da gibt es auch alle möglichen Farben. So. Mach mal die 90. Boah. Bitte. Boah, Alter. Das sieht schon geil aus. Oh, der Orange geht auch. Alles den zweiten kaufen. Einen für Offroad und einen für die Straße zum Düsen. Rot sieht auch nice aus. Boah, leck. Sehr, sehr geil. Ist schon ziemlich cool mit Pearl. Der war. Boah. Dies geht auch voll fit. Echt sehr, sehr nice aus.
Ja, aber wenn er unauffällig sein soll, dann würde ich ihn ohne Pearl gestalten. Ja, natürlich. Ich glaube auch, dass er so am besten aussieht. Kannst du mal auf das braune einen grünen Pearl drauf machen? Der Pearl zieht geht sich doch komplett. Genau, der zieht sich immer auf beide Farben. Weil wenn ich jetzt einen grünen Pearl mache, ich kann jetzt mal so ein leichter, ja, hier zum Beispiel, das hier wäre jetzt grüner, krasser Pearl und das hier wäre jetzt so ein leichter grüner Pearl. Warte mal. Oder sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. So leuchtet das noch ein bisschen mehr. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Krieg ich da ein Problem mit der Growth? Nein. Pff. Absolut nicht. Quatsch. Ich habe mal ein komplett knallgrünes Auto gefahren. Okay. War komplett egal. Also wenn die sich um Autos scheißen, dann weiß ich nicht. Dann dürfte man ja quasi gar kein Auto mehr fahren. Weil jede Farbe ist... Das gefällt mir schon echt gut. Weil wenn du so vom Feld guckst, von der Seite, dann ist es braun und je nach Sichtwinkel verändert sich's. Ja genau, das passt echt gut so zusammen. JB, machen wir das so? Okay, können wir machen. BDS hattest du gesagt, ne? Genau. Ja, komm, machen wir. Wir könnten, da wollte ich eh mit euch quatschen, weil ich würde euch nämlich so ein kleines Angebot machen. Erzähl mal. Das heißt, wenn ihr dann nur noch eure Autos zu mir bringt, ja. Klar, wenn was repariert werden muss und ich bin nicht da, dann könnt ihr es auch woanders hinbringen, ist ja klar, ne? Aber das bei Lackierungen und so, dass ihr zu mir kommt, im Gegenzug biete ich euch an, dass ich euch zum Beispiel eine Komplettlackierung für 10.000 gebe. Das ist wirklich schon echt niedrig gesetzt. Dann halt Primär Pearl für 8.000, Primär Sekundär 7.000, also alles günstiger zu meinen Originalpreisen. Das heißt, mit Nachlass. Was würde das jetzt so kosten? Das hier wäre jetzt 10.000 zum Beispiel. Okay. Das wären jetzt 10.000. Normalerweise wären wir da bei 12, 12,5, je nachdem. Und glaub mir, da bin ich schon weit runtergegangen, weil du kannst dir vorstellen, von den 10.000 kannst du ungefähr 60% bis 65% wegrechnen. Das muss ich an Steuern und Einkaufskosten abgeben. Also gehe ich schon euch gut entgegen. Ja du, dann machen wir das doch so. Ja, kannst du ja mal an deine Jungs da weitergeben? Ja, mache ich auf jeden Fall. Fragst die mal, ob die darauf Bock hätten. Und dann. Also prinzipiell, was mich jetzt betrifft, gerne. Also gar kein Problem. Warte. So, genau, perfekt. Warte, Name war nochmal James. James Orville. Kannst du mir einen Ausweis zeigen? Ja, natürlich. Ah, okay. Ich hab's mir schon fast gedacht mit V. Ich hab's mir schon fast gedacht. Alles gut. Ja, ist halt immer einfacher. Ja, natürlich. Warum schwer, wenn es auch einfach geht, gell? Eben. Ja. Mikrofon muted. Okay, die alle brauchen leider noch ein paar Minuten. 0 Uhr wäre fertig. Kannst du auch, wenn du keine Zeit hast, erst morgen holen, ist gar kein Thema. Ja, würde ich dann morgen machen wahrscheinlich. Alles klar, super. Sonst, ich denke mal nachher sollte noch jemand da sein. Okay. Ja, dann weiß ich Bescheid. Aber wird wahrscheinlich dann morgen werden. Aber sieht sehr, sehr geil aus. Freue ich mich echt mega drauf. Ja, in der Sonne sieht er dann nochmal nice aus. Also wirklich. Sehr cool. Also hier drinnen ist ja immer dieses unnatürliche Licht und draußen im natürlichen Licht sehen die Farben nochmal noch geiler aus. Also ich hatte bisher noch keinen Kunden, der gesagt hat, sieht jetzt auf einmal scheiße aus. Also mal gucken. Sehr, sehr nice. Freue ich mich echt mega. Dann Alles klar, dann sag einfach morgen. Bescheid. Morgen ist bei uns eigentlich ab 11 Uhr ist jemand im Dienst. Also, wie seid ihr allgemein so mit Zeiten, damit ich es weiß, wenn ich in Zukunft meine Autos bringe? Also jetzt mittlerweile haben wir Marco draußen, der ist jetzt neu eingestiegen bei uns. Der ist von 11 Uhr an in der Früh bis über Mittag in den Nachmittag rein und ab 17, 18 Uhr bin ich dann auch und die anderen auch mit bis Mitternacht an Start. Okay, das klingt doch super. Also wir haben jetzt mittlerweile sehr lange geöffnet. Sehr schön. Na, das freut mich. Sehr geil. Ja, ja. Gut, dann ich melde mich einfach, wenn ich wieder aufgewacht bin. Ja, kommst einfach zur Putze, rufst einfach kurz durch, wenn jemand da ist, kommst sehr du einfach hoch und easy. Weißt du, ob das später irgendwann mal Tuning-Teile für den geben wird? Definitiv, also ich denke, für vieles wird kommen. Also für vieles wird Zeug kommen, da bin ich mir sicher. Sehr, sehr aber geil. Wann es ist. Ja, gut, das ist irrelevant. Nur für euch zur Info, Tuning werde ich später auch übernehmen. Also sehr bei geil. Mir wird es dann auch Tuning geben. Sehr, sehr geil. Klingt super. Ich gebe es an die Jungs weiter. Alles klar, mach das. Alles klar. Dann hören wir uns morgen.
Jo, das Auto habt ihr, ne? Ja, wir sind, Balduin hat mich gefahren oder ist hergefahren. Ja. Perfekt, super. Dann euch einen schönen Abend, ne? Jo, jo. Danke dir auch. Ciao, ciao. Danke. Microphone muted. Oh, sehr nice, sehr nice. Den wird man nicht sehen. Microphone activated. Voll geil. Hm. Ach da. Was? Nee. Wo hast du geparkt? Hier vorne? Achso, hier. Ich dachte schon wieder. Nein, nein, nein. Oh, gefällt mir echt gut. Ja. Also, du. Ich meine, du weißt ja, ich bin normalerweise sehr farbenfroh. Ja, weiß ich. Ja. Ja. Ich hab Klebeband da. Klebeband? Wofür? Ja, ach für. Ach, nix. Sollte ich jetzt lieber ausstellen und wegrennen? Nee, ich meinte wegen der Fensterscheibe. Aber. Ich hab nichts gesehen. Ja, Disregard. Ja, egal. Ja, ich würde sagen, mal wieder heimwärts, oder? Vielleicht hat es schon irgendwas ergeben. Okay. Ja. Ja, rufe ich mal in Schweiz an, ob der irgendwas weiß. Ah, der Pisser zockt wahrscheinlich schon wieder im Casino. Oh Mann. Das, wie kann man so süchtig sein? Hallo! Du Suchtbolzen, ja. Ja, warte, ich bin gerade noch mit David am Quatsch. Ich ruf dich zurück nachher. Ja. Okay. Ja. Microphone muted. Microphone activated. So, ich bin mal ganz kurz in Gedanken, wenn es recht ist. Ja, na klar. Ja, so, bis gleich. Microphone muted. Leute, ich muss mal ganz kurz zum Pinkeln gehen. Nee, kein Tomatensaft, das ist Erdbeerleims. Fein, aber selbstgemacht. Oh, lecker, lecker. Alkohol am Abend, so. Nix Alkohol, das ist ja nur Erdbeersaft. Ja. Du und deine Autos immer. Ja, also entweder der hat jetzt bei mir selber Tarnlack oder... Hast du Schlösser tauschen lassen? Nein, weil wir hatten noch was vor, weil heute Morgen ist schon wieder was passiert. Oh, weiß nicht, ob du es in den Akten gelesen hast. Ja, genau, das habe ich gesehen. Ja, genau, und deswegen wollte Luigi das klären und bis dahin sollte ich halt erstmal gucken, was damit noch passiert. Also, okay. Die wollen wahrscheinlich damit zum FIB gehen. Okay. Naja.
Und deswegen wollten wir halt gucken, ob damit jetzt erstmal noch was passiert. Ja, aber es ist ja nicht mehr da jetzt. Mhm. Wir waren jetzt weit genug weg. Ja. Also entweder ist Tarnlack oder keine Ahnung, es wird wieder weggenommen. Keine Ahnung. Ruf doch mal Bella an. Vielleicht kann die den orten. Ich hab ihre Nummer nicht. Ich hab sie, wenn du sie brauchst. Ja, ich lauf gleich nochmal runter, guck, ob der denn nochmal auftaucht, wenn ich... Ja. schon, aber... Also ich hab die gleiche Vermutung wie... Ich glaube Salva hat mit reingeschrieben. Die gleiche Vermutung habe ich auch. Dass dir wirklich jemand was anhängen will. Nee, das war Jules. Die hat sich da vorhin auch so komplett Gedanken drüber gemacht, ja. Okay. Also ich glaube, ich finde, das hat tatsächlich... Du hast den bestimmt bei Speedy mal beim Lackieren gehabt, oder? Ja. Hast du den selber lackiert oder wurde der lackiert? Der wurde lackiert, aber ich hatte ja nur zwei Schlüssel. Ja, aber der kann den Schlüssel ja nachmachen, wenn er einen hat. Ich glaube nicht. Also, wir haben ja vorhin mit Taro geredet. Wir hatten auch, warte, ich erzähle gleich, was kurz gut war. Ist eigentlich eine gute Idee. Mikrofon muted. Alkohol im Abend zu... weil eigentlich kommt da Wodka rein. Aber der ist mega, mega nice. Selbstgemacht ist halt das Beste. Mikrofon activated. So. Mikrofon muted. Oder brauchst du auch noch was? Mikrofon ja, ich nehme auch gleich noch was. Achso. Na ja, okay, du machst selber. Ja. Jo. Was ist denn ein Twinkies? Ist das zum Trinken oder was ist das? was zu essen. Nice. Eiskaffee. Boah, geil. Eiskaffee. Noch ein Eiskaffee. Oh, dann springe ich gleich im Kreis. So. Gut. Mikrofon muted. Ich genieße den total. Erdbeeren, selbstgepflückte Erdbeeren. Hat meine Tante gemacht. Oh, voll lecker. Voll lecker. Voll süffig natürlich auch. Deswegen trinke ich den immer. Ich habe nicht viel. Deswegen genieße ich den mega. Du warst Wodka, als Smoothie best dem ja voll, eben, Smoothie ist mega nice. Ja. Also telefonierst du gerade? Nee, ich überleg gerade. Wer noch angerufen hat, warte mal. Brian hatte angerufen. Ach nee, den hatte ich angerufen. Ach nee, da waren es nur die Anwälte. Das sieht aus, mein Telefon. Anwalt, weil ich ein Sano. Eigentlich wollte ich das Testament beim Sano machen. Aber wenn Ben da drüber gucken würde, kostenlos, dann würde ich es gleich direkt bei ihm machen. Natürlich macht der Sinn. Ja. Ja, nee, wie gesagt, mein Granger war ja vorhin weg. Okay. Stand dann halt mitten auf der Straße. Okay. Und FIB hat halt angerufen, bla bla bla. Ja, und dann war vorhin halt endlich halt das Gespräch mit Taro. Warte mal, Kali ruft gerade an. Hey, grüß Hallo. Dich! Hi, alles gut? Ja, so weit, so gut. Bei dir? Ja. Ich werde aber hin und her ziehen. Wieso? Ja, weil wir heute alle besetzt sind. Ich hatte jetzt das Haus, was hier ausgebaut ist. Ja. Als ich mich besetzt habe, das ist schon belegt. Ach so, okay. Und die Arbeit auch bei diesen hier, wie heißt das Ding nochmal? Da quasi, wo die Anträge abgibst, da. Ach, DOG, ja. Ja. Die arbeitet auch. Okay. Und jetzt bin ich wieder in Sandy Shores. Ah. Im blauen Haus. Okay. Hast du vielleicht Zeit oder so? Vier? Auto hin und her fahren? Ja, ich habe jetzt ein Auto hier stehen und wollte mein Safe-Auto und Klamotten essen drin ist. Okay. Ich kann heute morgen abschleppen. Ja, ich kann beide mitnehmen, da könnte man zwei Autos mitnehmen. Ja, sehr gut. Ja, dann helfen wir dir schnell aus. Ja. Wo sollen wir uns treffen? Oben mit Sandy Shores, weil da weißt du, wie klar ist. 6 von 20. Warte mal, ich. Gerade 26. Ja, habe ich.
davon ist 849. 849, ja. Dann auf der Nordseite zum See oder auf der Südseite zur Straße? Südseite quasi an der Straße. So ein blaues Haus, das übersiehst du nicht. Okay, dann komme ich da hin. Das einzige farbige Haus hier. Okay, jo, dann bis gleich. Bis gleich, tschüss. Baldwin, müssten schnell dem Kalle helfen, zwei Autos mitzunehmen. Geht das? Ja, klar, kein Problem. Dann fahren wir, ja, keine Ahnung, fahren wir. Können wir auch mit dem Dingens fahren? Jula. Der wohnt jetzt in Sandy Shores. Kalle kennst du ja von den North Niners, oder? Nein. Nicht? Also von den Ex-North Ninern? Nö. Ich kannte davon eh nicht so viele. Okay. Kannte immer nur, wenn die mal bei Speedy waren oder so. Okay. Ja, wie gesagt, also wir hatten mit Taro das Gespräch vorhin und naja, es sieht eigentlich gut aus, dass mit Glück ich sogar eventuell wieder eingestellt werden könnte. Okay. Er hat gesagt, er hätte mich auch heute schon theoretisch einstellen können, aber er weiß halt nicht, wie das dann mit den anderen Leuten ist, weißt du, wie die dann reagieren. Glaubt. Ja. Ja, weil sich halt viele Sachen, die Masai gesagt hat und sowas, komplett gelogen waren und nie bei Taro ankamen und sowas. Ja, daran hat man halt also gemerkt, dass Masai halt einfach irgendwie krumme Sachen am Lauf hat oder so, keine Ahnung. Okay, und Masai, ist der immer noch jetzt bei Speedy? Nein, oder? So wie ich das vorhin verstanden habe, hatte Masai keine Lust mehr auf alles, deswegen ist der Taro jetzt der richtige Geschäftsführer. Okay. Also, ja. Und auch Inhaber, oder ist er da Masai noch im Geschäft mit drin? Nee. Also, so wie scheint, ist wirklich Taro jetzt komplett alleine dafür zuständig. Okay. Okay. Ja. Weil zum Beispiel Masai hat mir damals gesagt, ja, dass er mit Miguel geredet hat. Wusste Taro zum Beispiel gar nicht. Taro hat mir gesagt, also mir und Schulz war ja mit bei, ich wollte nicht, dass wieder irgendwelche Sachen aufkommen, die gar nicht stimmen. Deswegen wollte ich wenigstens eine Beweisperson, sag ich mal, da haben. Ja, ist ja gut so. So, und naja, dann hat Taro zum Beispiel gesagt, dass Masai selber entschieden hat, hat gesagt, ja, nee, hat keinen Bock mehr darauf, dass so eine Scheiße passiert, hat mich alleine rausgeschmissen. Was, wie gesagt, Masai hat gesagt, dass er mit Miguel geredet hat. Zwei komplett unterschiedliche Sachen. Okay. Und sowas alles. Deswegen, ja. Und Taro vertraut mir jetzt mehr halt und hat halt gesagt, er glaubt halt selber nicht, dass ich das gemacht habe. Ja, warum solltest du das ja? Das ist ja, total, ja, genau. Dann kam halt auch auf, so dass ich angeblich Polizeiauto weggefahren haben soll. Okay. Und dass die Frau von Masai das gesehen haben soll, habe ich nie gemacht. Warum sollte ich auch? Macht ja gar keinen Sinn. Ja. Und das ist halt alles so ein bisschen durcheinander. Genau. Und unschlüssig, also ich meine. Genau, und ich bin. Hab wirklich eine FIB-Akte. Du, wieso das? Ja, wegen der Sache. Aber das hat das SD wohl entschieden, weil das Staatseigentum ist, weil das halt Polizeiauto ist und bla und blub. Okay. Keine Ahnung. Aber Taro hat gesagt, erstmal ruhen lassen. Es ist jetzt sowieso, seit der Zeit kam nichts vom FIB und sowas. Also jetzt erstmal ruhen lassen, beruhigen lassen, so warten, bis da irgendwas passiert. Und dann ist gut. Oder eher nichts passiert, weil im Endeffekt, also bin ich halt so gesehen der Geschädigte über meinen Namen, weißt du, weil über mich wird halt erzählt, ja. Wurde der Shop ausgeraubt? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich. Ja, weil im Endeffekt wurde ich ja damit so geschädigt, weil mir wurde unterstellt, dass ich lüge und sowas alles. Hm. Also hier dieses Polizeiaufgebot hier. Na, wahrscheinlich. Der große war, glaube ich, Border Patrol. Hm. Hallo. Hallo. Hi. Einsteigen. Ja, wir müssen kurz auf Ingo und Ellie kommen auch noch. Okay. Ich will ein paar mehr Autos holen. Ja. Ja, hübsch. Einzige farbige hier. Wie sind die Nachbarn?
wollte nicht. Die scheiß Radio geht mir auf den Sack da vorne. Wieso? Das schwägert mich voll, das Radio. Aber was ist cool ist? Was? Bist du drüben diese Fässer? Moment. Ja? Pass auf, nicht, hör auf zu schießen, hier ist überall Polizei. Echt? Nicht schießen, ja, ja, nicht schießen. Hier siehst du das? Bremst du? Ach du Scheiße. Hui! Okay, okay. Na super. Ja. Ja, ich glaube, glaub, der Shop wurde ausgeraubt. Ja. Welcher Shop? Der da vorne nicht. Dahinter, aus der Richtung, wo wir gerade herkamen. Okay. Fahren die Bullen. Hier stehen mindestens 5-6 Polizeiautos. Was ist komplett los? Hier in Sandy Shores verteilt. Echt? Ja, ja, da musst du echt aufpassen jetzt gerade. Guck mal, die kommen hier gar nicht her. Ja, zum Glück. Hätte jetzt keinen Bock drauf. Hast du jetzt Angst? Ja, nein, bitte? Aber ich keinen Bock drauf. Hier fuhr gerade jemand lang, hat er drauf geschossen. Ja. Also James und ich sind hier mit gerade unterwegs. Ja, okay. Jo, Buddy, bis dann. Ja, wir können ein paar Autos mehr holen, deswegen. Wer war das? Franco. Er hat nur gefragt, ob wir mit dem Auto hier unterwegs sind. Achso, ja. Hätten wir das sagen müssen? Nee, oder? Nö, er hat sich einfach nur gewundert, nicht, dass er irgendwie weg ist, tarnlack, wie auch immer. Ja, ja. Fragt er lieber nach. Und wie läuft's bei euch so? Ja, du so alles schick, alles gut. Ja, das ist gut. Oh. Und bei dir? Ja. Schon aus der Ausbildung alles raus? Ja, nee, Lehrling noch. Wir bauen jetzt mal alles um. Auch lohnmäßig. Oh, hier, Schießerei. Wo? Ah, da hinter uns. Da hinten irgendwo, da? Da, wo die Bullen gerade hingefahren sind. Echt? Sehe ich gar nicht. Nee, die sind hier vorne und da vorbei. Und dann hinten waren welche am Schießen. Na gut, dann vielleicht bei dem Laden, wo wir gerade vorbei sind. Ah. Guter Ausgang. Nee, von wegen hier, dass wir auch pauschal was kriegen quasi. Pro, ja, das ist geil. Pro Lackierung würden wir dann quasi 1000. Jetzt warte mal ganz kurz, Kalim. Wir können auch eigentlich jetzt schon mal losfahren, oder? Ja, ich weiß nicht, wann, wo Ingo und die sind. Ja, aber die können ja gleich dahin kommen, wo deine Autos sind. Macht ja keinen Sinn, dass die erst hier fahren und dann dahin. Ja, die fahren hier hoch. Die bringen LKWs hier oben rein. Ach so. Die parken die LKWs hier oben ein und dann laufen sie hier oder fahren mit dem Auto. Weil die sind auch schon auf dem Weg hier hoch. Okay. Schon seit 3-4 Minuten. Okay. Der Shop's genommen von der Polizei. Ja, kann sein. Ist ja cool, wegen Action hier. Mhm. Gestern gekauft. Nice hier. Ja, nice. Der driftet sehr schön. Ja, hübsches Auto. Aber ja, der hat viel Haube und schluckt viel. Ja, genau. Wenn die Tuning-Teile kommen, dann werde ich mir den vielleicht auch nochmal kaufen, um zu gucken, ob der dann besser fährt. Okay. Ja, das war damals mein erstes Auto, so richtig. Ja, der ist schön, schön breit. Ach, 56 von euch vielleicht kostet der. Was? Ja. Hat jemand vielleicht von euch eine Ibuprofen oder sowas? Och, nö, gibt sowas gar nicht. Glaub, oh, schade. Mann, ich meine Tasche gucken und komm raum hier. Warum? Kopfschmerzen? Ich habe ein Schnitzelbrötchen. Ja, das hilft fast genauso wie Ibuprofen. Ja, das ausgebaute Haus. Ich dachte, oh cool, ist frei, setz mich da hin. Und dann habe ich vorhin schon mit Lari telefoniert und sie hat das mir so rausgegeben, die Info. Quasi, okay. Ohne dass ich was bezahlen muss. Okay. Weil sonst bezahlt sie ja für Info 2,5. Ja. Also teuer. Wo müssen wir eigentlich hin jetzt? Mirror Park, da zur Garage. Da habe ich noch 4-5 Autos. Wo waren das? Bei 6033, oder? 10:20, glaube ich. Ja, 10:20. Unter dem Casino oder beim Friseur. Okay. Ne, ich wollte die Verwahrstelle reingucken, ne? Da steht mein Granger drin. Hi, wieso das denn? Den habe ich verkauft. Zurückkast. Hä, wieso kannst du den holen? Keine Besitzer. Ahnung. Ja, Besitzer quasi, ja. Aber du hast doch keine Schlüssel mehr, oder? Ja, die könnte ich aber abschleppen. Schlüsseldienst will ich nachmachen. Oh. Nochmal verkaufen. Aber nicht bei Zirkel kann ich, steht ja in den Daten drin. Den könnte ich bei diesem Aqua verkaufen. Ja, nochmal 60k machen. Nochmal, tu es. Nee, wow. Verboten.
Als ob dich das gejuckt hat. Nee, ich bin mal gespannt. Das ist ein geiles System, da sind zwei Mitarbeiter und Chef mit dabei, am Rumfuchteln. Dass wir quasi als Lehrling pro Lackierung, also Volllackierung, alle drei, ja, die $1,200 kriegen. Pro Auto. Oh, geil. Und das dann Ende der Woche immer ausgezahlt kriegen. Damit der Anreiz ein bisschen größer ist, oder? Dass mehr Leute arbeiten gehen und so. Ja, klar. Ja, wenn du so 4, 5 oder 8 Autos am Tag hast, da kommt doch, wie lange du machst, ne? Wenn du 10 Stück machst, dann hast du kurz über dein 10K schon mal am einen Tag fertig. Und wir kriegen festes Gehalt quasi $100 die ganze Zeit. Brauchen nicht ausstempeln, nix. Das ist cool. Ja, das wäre richtig geil. Wenn ich gut Kohle mache. Und es nicht nur lackieren, ne? Abschleppen, reparieren, da kriegst du alles pauschal dann. Ah, ja, das ist gut. Da rentiert sich's. Ja, da krieg ich auch eine Kohle. Ja, fett. Und jetzt haben sie es ja durch dieses komische Steuerfinanzamt da. Ist irgendwie Fehler unterlaufen, du kriegst nur $325. Okay. Also 25 mehr, als wenn ich Stütze krieg. Ja, das ist nicht so geil. Nee. Aber wenn das andere System jetzt demnächst kommt, dann kann ich Kohle machen. Das ist gut. Ja. Ich rufe irgendwo mal an. Das kann nicht angehen, dass wir lange brauchen. In der Zeit haben wir schon ein Auto geholt. Achso, ne, erst so. Ihr seid. Achso, seid ihr schon hier oben? Achso. Ach, verkauft noch. Ah, okay. Da bist du gleich. Verschämt es auch schon hier. Jo. Danke. Willkommen. Schein. Oh Mann. Was? Ja, ein Auto hätten wir schon hergeholt. Welches groß? Ich dachte, ich werde schon auf dem Weg gehen. Aber die fahren mit LKW und so, ne? Sind wir schneller? Wir sind schneller, glaube ich. Ja, dann lass mal hinfahren. Ich steig mal ein. Ja. Komm, Gas! Jugula, ne? Wie ich die Auto hasse, ne? Ich auch. Der fährt nicht richtig. Tausende Stück von, ne? Wir müssen, habt ihr keine Nuller-Kennzeichen? Oder? Habt ihr Nuller? Okay. Aber bei der Werkstatt kommen so viele Nuller und O's und oh. Echt? Ja, das ist echt nervig. Kannst du auf Nuller mehrfach anmelden? Ja, die machen auch viele O's und Nulls rein, ne? Und auf Kennzeichen hast du nur Nullen draufstehen. Achso, okay. Hallo? Ja, verdammt, bin ich dran vorbeigefahren. Da ist gar keiner drin. Ja, ich rausgeschossen oder so. Wir haben auch Streit mit denen. Die schleppen auch nichts mehr ab für die. Echt, wieso das denn? Aber wir 79.000 offen haben, Rechnung bei uns. Hä, wieso das? Weil wir immer auf Rechnung machen. Ja. Und einmal die Woche müssen sie bezahlen. Das machen sie jetzt nicht mehr, nun können sie uns am Arsch legen. Okay. Und das wird viel rum erzählt. Dass die Cops erzählen irgendwo rum, dass wir von Kundenschlüsseln nachmachen und so. Ach, wieso das denn? Keine Ahnung, weil die irgendwie dumm sind. Vor allem Cops. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, oder? Nö. Nö, wenn wir Anrufe kriegen, dann sagen wir die sofort ab. Oder bezahlt, wir müssen sofort bezahlen. Okay, ja, noch gut. Einer. Wenn sie direkt auf Rechnung, vor der Lackierung, dann können sie es ja machen. Ja. Aber wenn sie lackieren kommen, müssen sie eh erst bezahlen. Und dann... Ja. Naja, gut. Wie läuft's mit Ingo seiner Clique? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die jetzt, ob die ein neues Zuhause haben oder so. Also eins mussten die ja raus, das ist ein Hotel. Ja. Ich musste, Hans-Peter, kennst du ja auch, ne? Ja. Der war hier links oben auf dem Felsen, lag auf dem Kopf mit dem Auto. Was? Ach du Scheiße. Ja. Muss ich jetzt mal abschleppen. Na, der Kerl kann auch nicht Auto fahren. Hier beim Parkhaus rauslassen, ja, oder? Ja, richtig. Dann packe ich da schon mal eins aus. Ja, Balduin, nimmst du? Ja.
Microphone muted. So Leute, ja. Ich hoffe, wir sind gleich fertig und ich hoffe, dass es dann gleich Infos gibt, weil ich jetzt dann wirklich fliegen will. Autos Rage Clown nochmals verkaufen. Genau richtig. So kann man es machen. Ah, Adela, bin ich nicht erreichbar. Was ist jetzt mit dem Seematter? Microphone activated. James? Ja, was los, du altes Segelohr? Ich dachte, du meldest dich. Ja. Achso, ja, wir sind immer noch unterwegs am Reden. Ihr seid am Zocken, meinst du? Am Reden sind wir wirklich. Ja, natürlich. Und nebenbei zocken auch, aber wir reden hauptsächlich. Okay. Geht halt gerade um die ganze Sache mit Familie und alles. Du und David oder am Vererbefeld? Ja. Nee, und David und ich. Okay. Ja, Was macht ihr gerade? Wir helfen gerade Kalle, Autos zu ihm nach Hause bringen. Ah, oh, okay. Ja. Wo war überhaupt in diesen Tag, der junge Mann? Keine Ahnung, arbeiten? Weiß es nicht genau. Okay. Ja. Von daher, keine Ahnung. Wie schaut's bei dir heute aus? Ja, muss ich schauen, was David ist noch, zu labern. Und dann mal schauen. Okay. Weil wenn da sich da jetzt nichts ergibt, würde ich mich schlafen legen, beziehungsweise im Haus ein bisschen noch was essen, ja, und Kaffee trinken, vielleicht ein bisschen zocken, mal gucken. Ja, ja, ich überleg's mir auch noch. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es noch was sein wird heute. Okay, ja, ich denke auch was nicht. Ich rufe jetzt mal Franco an und frag mal, was Sache ist. Ja. Ob wir heute noch irgendein Meeting haben oder nicht, weil sonst verziehe ich mich dann auch. Ja, eine gute Idee. Ja. Genau. Ja. Ja. Wir sind gerade im scheiß Jugo da unterwegs. Ja, wir auch. Ja, Dreckskiste. Wo seid ihr überhaupt? Noch sind wir unterwegs. Okay. Wir fahren einfach so rum. Okay. Okay. Ja. Na ja, gut, ja, wir können sie später noch treffen, dann kurz. Ja, können wir machen. Ja. Ich denke, wir fahren jetzt die Autos und dann fahren wir wieder zum Grundstück. Oder zum Anwesen. Also ich denke, wir sollen 5 Minuten beim Anwesen sein. Ja, passt. Gut. Dann, ja, bis also, gleich. Tschüss, bis dann, ciao, ciao. Jo, ciao. Komm gleich wieder. Ja. Wo ist denn der hin? Ich glaube, der meinte zum Parkhaus, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich rufe mich an. Ja, James. Wohin sollen wir das Auto bringen? Hier Parkgarage. Ach so. Ah, okay. Da war okay. Schon angefahren, dahin. Ja. Ja, wir sollen ein paar wieder kurz im Haus hin. Ja, schwer aufgelegt. Hey. Also ja. Wir gehen mal kurz zum Haus, ja? Jo. Okay, bis gleich. Jo.
die da nicht gerade gelaufen? Ja, kannst du den auch einparken? Ohne Schlüssel geht es, glaube ich, nicht. Warte, ich probiere. Nein! Ja, gut, dann. Fahren wir halt wieder. Naja, aber der ist an und offen. Ja, ich fahre ihn schnell hierher. Kalle, das Auto ist jetzt frei uneingeparkt, weil wir haben ja keinen Schlüssel. Ja, ich gebe euch einen. Aber wir können doch nicht ausmachen, ne? Nö. Na, der hat die Rubel weg hier. Da fahrt er mal hin. Ja. Bevor ich hier unten muss und Leute über den Haufen schießen muss, wenn ich mein Auto wieder kriege. Stimmt, da war ja was. Dankeschön. Oh, aua. Lol. Ah, ich hab voll den Muskelkater meiner linken Schulter. Verdammte Axt. Mikrofon aktiviert. So. Gut. Hat genau gepasst. Ich hab Ingo hier vorne noch überholt. Ja, lol. Hab ich ja gesagt. Ja. Das ist gleich noch eine Halle. Wie viele Autos hast du überhaupt? Ich habe noch mal zwei Autos, glaube ich, und zwei Motorräder. Also BF und einmal meine Harley. Hier. So, ja, genau. Wo sind die jetzt? Ich weiß nicht. Ich sollte nicht hier sein, die wissen eigentlich, da sind sie. Hallo. Hey. Guck mal. Wieso? Sag mal schnell was. Da, wo die pinken Autos jetzt stehen. Echt? Da hast du noch gewohnt? Hallöchen. Ja, nachdem ich da oben in ein paar Liter raus bin. Hey, James. Hallo. Okay. Hey. Hallo. Ja. Aber das Haus ist cool. Hm. Das ist süß, das Blau. Dieses scheiß Radio da vorne, das triggert mich die ganze Zeit. Ja, du, da musst du mal... Da muss er mal in den Online-Simulator gehen, dann kann er das ausmachen. Hä? Oh, oh, Ellie, oh, oh. Ah, ah. Hallo. Ah, ja. Da musst du mal in den Online-Simulator gehen, da weißt du, da lernst du, wie man die Radios ausschaltet. Ja. Ich hab da schon gegen geschossen. Nee. So. Nee, da bleiben die dann noch aus. Mikrofon muted. Leute, was geht ab? Ja, ich will jetzt Feierabend machen hier. Mikrofon activated. Ja, irgendwie, also einen Sitzplatz haben wir zu wenig. Ja, nee, wir fahren einfach mit. Wir fahren mit der Ellie hinterher. Ja, das wäre super. Ja, gut. Okay. Dann müssen wir mal wieder zum Parkplatz. Bei dir am wo sind deine Autos? Hier, Mirror Park, bei der Garage. Mirror Park Garage, okay. Ja. Dann treffen wir uns da. Okay, bis gleich. Dankeschön. Jo. Hm? Hi, James. Abfahrt. So. Oh. Ich mache jetzt mein MD wieder rein. Wieso? Ach so, weil du gerade aus dem Auto gesprungen bist. Ja, und da über den Zaun gehüpft und hingefallen. Ach, du Scheiße. Aber ich krieg das alles umsonst. Echt? Wieso das? Weil wir gratis für die MD abschleppen und wir kriegen kostenlose Bandung. Das ist geil. Das ist natürlich sehr nice. Cool, ne? Jetzt springen wir so gerne das Autos. okay. Oh Gott. Was ist da denn los? Oh, okay. Oh, what? Oh, Alter. Jo. Oh, was war das denn für ein kleiner Elefantenschuh? Er hat es gesehen, aber gut gebremst, ne? Ja. Den hat es fast überschlagen. Ja. Weiter geradeaus. Ja, Stoppschild. Bei den ganzen Bullen muss man aufpassen. Ja, auf der Straße steht Stopp. Ach, hier verdammt, jetzt schon wieder verfahren. Alter. Was machen die hier was denn? Was ist denn hier los? Sind alle besoffen? Achtung, hinter dir. Ich werde sterben. Hilfe, ich schneide mich an. Kopf, Kopf. Jetzt kicken sie sich. Fieg ab und Vollgas. Oh, nicht deren Herz, oder? Gib Gas. James.
komme mit der schwedischen Gittern. Boah. Ich schneide mich an, ja? Darf ich das? Ja, mach das. Was sag ich, mit deinem Sitznachbarn ist er eingeschlafen? Nö, schon. Ich lebe noch. Achso, okay. Ich wollte gerade Finger an Ohr stecken. Nee, mein Ohr. Oh toll, dann sind die Cops weg. Kam nicht hinterher. Ja, gut so. Hab's keinen Bock drauf. Jetzt kommen gleich drei von vorne. Ja. Hier, da kommt schon mal einer. Nee, doch nicht. Straßenbande. Ja. Oh, deswegen ist ein bisschen Action. Ist ja nicht schlecht. Ja. Ist echt gut. Ich wollte eigentlich jetzt ins Bett gehen, Tifix. Echt? Ja. Ja, die 10 Minuten. Nicht mal. Die eine Stunde, bis du dein Auto aufladen kannst. Ja. Also sind wir jetzt gleich 1, 2, 3 Leute. Ja, wenn wir jetzt noch eine Tour machen, sind's. Ja, das muss reichen, der Rest schleppt dann ab. Sind das die Motorräder nach oben kommen, weil die kann ich nicht abschleppen. Das Motorräder kannst du nicht abschleppen? Ne, geht noch nicht. Ja, geht das, gar nicht. Wie kann man die dann bewegen? Gar nicht, oder? Gar nicht, ne. Nee. Das ist auch das Problem mit Leuten, die dann, keine Ahnung, mal Schlüssel verloren haben für Motorrad. Ja, die dann in der Verwahrstelle stehen. Die kriegst du nie wieder weg. Richtig. Vorerst. Ich hab sogar noch einen Fahrer an der Verwahrstelle. Ich hab auch keinen Schlüssel mehr für. Ja. Ich komm nicht raus. Mein Gurt will mich. Ah! Geht. So, nächsten Autos. Microphone muted. Ja, ja, so läuft das. Ja. Microphone activated. Was geht bei dir noch? Ja, ich fahre jetzt noch einmal nach Sandy Shores gerade und dann hole ich den Baldin und dann düsen wir heim. Alright. Ja, und du? Ja, ich darf mich nicht anschließen. Ja. Hast du deine Kohle verzockt? Also, ich habe 10.000 plus gemacht, habe sie zur Auszahlung angemeldet. Okay. Damit ja. Die 10.000 noch wichtig. Und wenn wieder 20.000 drauf sind, zock ich weiter. Wie dann zockst du weiter? Nee, also sollten die 10.000 ausbezahlt werden, heute, morgen oder noch immer. Okay. Aber wieder 20.000 drauf und dann wird weiter gezockt. Okay, also. Wenn die nicht ausbezahlt wurden, wird nicht weiter gezockt. Okay. Ja. Das ist gut. Eine gute Taktik. Cool. Ich hab's euch so gesagt, 20.000 ist das, was drauf bleibt. Und alles drüber wird ausbezahlt ab 10.000. Ja.
Ich finde es kostet halt einen Haufen Zeit, das Spiel. Du bist ja in der Zeit komplett eingespannt, weil du kannst halt nicht wirklich was machen. Naja, du kannst eben, ich meine, es ist auch beim Farmen oder so. Naja, ja, beim Farmen ist, da macht es Sinn, aber sonst nicht. Wie du jetzt mit David umgefahren die ganze Zeit wird, das hast du denn gemacht. Weil du nur reden, da nebenbei halt zu kommen. Ja. Das ist so schlecht, wenn es gar nicht. Ja. Ja, ich müsste erstmal wieder was einzahlen. Ja, hab ich jetzt auch gemacht. Aber eben, hey, 10.000 hab ich immer wieder draußen. Passt doch. Vorhin Isaac hatte ja gesagt, es geht nicht, dass man kann es nicht, wie soll ich sagen, man kann es nicht, den Namen ändern, oder wie war das? Ja, man kann es nicht ändern im Nachhinein. Okay, naja, scheiße Hund drauf. Naja, nicht so schlimm. Ja. Du könntest es in den Account stoppen. Was könntest du? Den Account löschen. Weiß ich nicht, ob das man kann. Und dann neu öffnen. Ja, müsste man leise fragen, am besten direkt. Ja. Hast du von den Jungs schon irgendwas gehört? Nix, oder? Von Salvatore und Frankfurt? Ja. Ja, es wurde angedingt und GTA 40 beratschlagen. Okay. Aber der Salvatore ist nicht so überzeugt gekrungen oder wahnsinnig dankbar, dass ich wirklich begeistert war. Okay. Ja. Na gut. Ja, schauen wir halt mal. Yes. Gut. Ja, dann bis später vielleicht. Ja, wir sind jetzt wir sind jetzt gerade beim letzten Autos abgeben und dann fahren wir jetzt zum Anwesen wieder. Oh, wo bist du? Du bist jetzt schon am Haus oder bist du am Anwesen? Noch sind wir unterwegs zusammen. Okay. Naja, gut, wir sind jetzt. In Kürze sind wir da. Okay. Ah, ist klar. Bis dann. Arrivederci. Microphone muted. Microphone activated. Zieh mal die Handbremse, Baldwin. Bitte. Danke. Microphone muted. So, Hunter, mein Rücken muss drücken, Wassermarsch. Hast du diese Kack-Jugulas gesehen? Microphone activated. Nö, wo? Naja, die da vom Mirror Park da runter kam. Ahnung, wo die herkam, Alter. Die hat mich fast umgekachelt, die Spacken. Ey, was für ein Witzer. Ja, drei Stück kamen dann. Weißt du, die haben einfach keinen Fick gegeben vor Vorfahrt. Die sind einfach... Das welche Farbe? Schwarz, oder was? Ey, die sahen recht silberhaft aus. Keine Ahnung. Wenn's okay. Ja. Ey, was für Vollidioten. Ja. Hallo. Hey, hey. Lars. Wichsern mit Jugulas, Alter. Ja, Schwarzer? Keine Ahnung, waren drei Stück, ey. Kamen von dem scheiß Staudamm runter. Ach da. Und die haben einfach keinen Fick auf Vorfahrt gegeben. Die sind da mit locker 100 runtergekachelt und einfach scheiß drauf. Oh, Video. Ja, gut, dass ich so... guter Fahrer bin und gut vorher noch gesehen habe. So. Neben dir ist oder hinter dir ist es vorhin Polizei gewesen, oder? Was hinter mir? Auf dem Highway. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich habe mal nicht überholt. Das war einfach nur ein Granger. Ach so, okay, das wäre so ein Polizeigranger gewesen. Wäre kacke gewesen. Ich habe dem den Wheelies gezogen. Ich glaube, dann hätten die mich Shops genommen. Ja. Gefährdung für den Straßenverkehr. Ja, richtig. Ja, die Marschall fahren ja auch Granger, ne? Paul. So ein Bunch, Navi, Navy-Grün. Nö, aber der war ja ein Schwarzer. Achso, da haben sie wohl uns jetzt abgeholt, gestern. Ja. Naja. Was, die Zivilbullen? Ja, Marschall. Ach, Marschall. Die auch mit den Buffalo rumfahren. Ja. Hier haben sie den Granger, lackieren das. Okay. Navy-Grün. Okay. Ja, wir sind fertig hier, oder? Ja. Ja, wir können mich auf jeden Fall runternehmen, wenn es geht. Wir müssen eh runter, oder? Ja, dann können wir vielleicht noch bei einem Bankautomaten vorbeifahren.
Da, direkt an den Parkplatz war ein Bankautomat. Sehr gut. Da waren du weißt Bescheid, Kalli. Hey, ich muss kurz auf Ingo warten, da kommt mein Hellfire hochgefahren, ja, den ich abschließen kann. Ja, passt. Da kann ich nämlich noch, wenn ich mich da wieder rausschmeiße, mein Safe-Auto mit hoch. Ja, dann was für ein Auto? Ja, das ist meine Aro... Wie heißt das Ding? Wo ich mich schlüsseln? Acea. Was ist das? Ingo. Ist dieses komische... Ein ganz kleines Ding ist das, nur für Klamotten und Trinken. Ja, mit Frontantrieb. Oh, geil. Karre hatte ich auch. Hat Tarnfarben Lack? 12.000 kostet die. Ja, über mein... Was? Weil vorhin bin ich am Block gefahren, habe ich meine Harley mitgenommen. Die war da. Ne, gut, dann fahre ich mit James nochmal runter, dann schmeiße mich doch nochmal raus und dann fahre ich mein Auto nochmal hoch. Das andere Auto. Ne, gut, trotzdem. Ich... Ja, können wir so machen. Dann treffen wir uns da gleich. Ja, dann bis gleich, Ingo. Jo. So, wir können abfahren. Okay, da hat Tarn Muster drauf. Nicht da! Da sollst du einsteigen. Da muss ich hin. Schnell sitzen. Wer fragt? Was? Wer fragt? Ja, na Fred. Ah. Fred Fragstein. Alfred? J. Quark oder J. Dokus? Ja, genau. Fahr bitte auf die rechte Spur, ja? Das ging gleich doch wieder aus. Links. Rechts meine ich. Fahr einfach auf beiden. Ja, mach ich immer. Kommen wir von vorne und dann. Die Gas, hier ist nichts. Gas. Hier ist ein Stoppschild. Stoppschild. Hä, wo ist ein Schild? Auf der Straße steht Stopp. Der ist auch kein Schild. Und? Muss trotzdem halten. Drauf fahr mal. Den voll rein. Na gut, na gut. Ja. Mann, ist ja Action. Das ist echt cool. Ja, hier geht echt einiges. So, wir hoffen, dass das Haus frei ist. Oh Mann. Meldest du es gleich an oder wie? Nee, mach ich morgen. Okay. Wenn Lari arbeiten ist, dann gehe ich hin, lass mal Info geben, ob das frei ist. Wenn es frei ist, dann nehme ich das gleich. Okay, dann melde ich es gleich nochmal an. Ja, kannst du machen. Ich vermiet's dann an dich. Ja, ja. Ich schleppe die alle ab, die da draufstehen. Kommt der Untermietsvertrag hier. Ja, hier. Ja. Nee, das wäre Kops. Ja, geht irgendwie schon die Luzi. Und hier wohnt mein Chef. Hier rechts von uns. Echt? Gertanks. Auf der Ranch. Okay. Da haben sie letztens eine Party gemacht. Hoi. Vor ein paar Tagen. Was cool bei den 56 oder sowas war das, oder? Ja, der eine, ja. Bonsai ist ja. Keine Ahnung, ob der irgendwo drin ist. Kennst du irgendjemanden von den 66? Nö. Ich kenn von den ganzen Figuren nix. Okay. Heute waren noch zwei gelbe davon. Jades, deswegen so. Gelb war doch Serpents ursprünglich, oder? Ja, die hatten gelbe Hose an. Gelbe Schuhe. Jades. Jades, ja. Ah, heißt, da gibt es jeden Tag neue Gruppen. Lila-gelb. Ja, lila-gelb tragen die. Kann ich alles nachgucken. Lila-gelb ist doch eigentlich Saints, oder? Ja, die heißen Jades Saints. Heißen ach so, Jades Saints, okay. So, guck mal, ich meine, Hellfire See, sonst ist der einge. Ach, da ist ein Geldautomat, okay, ich verstehe. Ja, richtig, sind zwei Stück. Vorne, einmal rechts und vor uns. Das ist ganz wichtig, dass zwei Stück da sind. Ja. Ja, ich muss ihn abschneiden. Ja, aber mein Ding hat ein Tarnmuster drauf. Ich sehe es auch nicht. Ja, hat ein Tarnmuster. Ja, dann gebe ich dir den Schlüssel zurück, dann muss ich da später mal nachgucken. Ja, kann ich abschleppen, ne? Ich bin arbeiten, dankeschön. Bitte. Ne gut, dann bedanke ich mich bei euch. Ja gut, wir haben ja jetzt ja nichts gemacht, effektiv. Nee. Wir waren eine schöne Deko. Ja. Ja, ist auch wichtig, oder? Mhm. Ja. Muss ja alles mit Stil gemacht werden. Habt ihr schon mal Erfahrung gemacht, Sachen im Auto und die einparken, wenn die geklaut, ne? Sachen im Auto, wenn du die einparkst? Nee, normalerweise nicht. Okay. Nee. Dann könnte ich ja mein Auto. Du solltest immer nur aufpassen mit Sachen, die du in Taschen packst und in Kofferräume packst. Das, genau, pack die lieber direkt ins Auto und packst ein und nicht in Taschen und dann einpacken. Okay. Ja, ja, das könnte. Da könnten die Mäuse die Tasche durchfressen. Genau. Toll. Mhm. Ist das denn dein Elli eigentlich jetzt rot lackiert? Darum, wo ich dann noch Lust hatte. Die hatte Familienfarbe noch und Familie gibt's nicht mehr.
Ja, nee, ich dachte, weil vorher war der ja mal grün. Ja. Ja, ich muss Eddie muss ich mal noch kaufen. Ich will mal alle Muscle-Cards kaufen. Bin nicht käuflich, Kalle, tut mir leid. Ja. Hä? Sorry. Eben. Ich mach das Auto jetzt. Außerdem dachte ich, wenn ich hier schon an meiner Seite eine rothaarige Ellie habe, dann brauche ich auch eine rote Ellie. Ja, das stimmt. Welche Ellie magst du am liebsten? Die rote? Die rote, ja. Ja. Richtige Antwort. Also, ich könnte jetzt sagen, die eine in der anderen, aber. Okay. Ja, passt ja eigentlich, oder? Ja. Ja, könnte passen, ja. Warum man das auch sieht. Ja. Was ist eigentlich mit deinem Beifahrer? Schon wieder eingeschlafen? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der will halt. Wer ist das denn? Ja. Baldwin. So bequem hier. Ach, Baldwin. Was? Baldwin? Baldwin ist nicht so eine Creme. Ja. Ja. Baldin? Ja. Balsam? Balsam. Was soll denn das? Ja. Aber ich lebe noch. Ja. Baldin ist das nicht eine Creme. Das Nivea sinkt wieder, ich merke das schon. Ja. Nivea ist keine Creme, oder wie war das? Ja, und Stil ist nicht das Ende vom Besen, ja, ja. Ja, richtig. Oh, dann sind wir in der Flachwitzparade angekommen. Oh ja. Ja. Oh Mann. Nice. Ah, ist doch nicht eingeschlafen, der liegt doch. Ja, ja. Ja, der war guck, so wie der ruhig aussteigen kann. Ja. Schauen wir mal, der Lauf läuft richtig sportlich. Schau dir das an. Ja. Wahnsinn. Ich bin das ist Balduin, der war oben bei Speed. Alter, was ist denn das für eine Fernbedienung hier? Will ich mal meine Tasche gucken? Ah, jetzt. Weil ich hab Hunger. Nom. Kalle, wollen wir kurz zum Geldautomat gehen? Boah, ich habe mal Abschlepperschutz noch in der Tasche. Was haben wir? Geldautomat. Ist er doch. Hat er sich wieder Geld von dir geliehen? Da. Hey, wie? Wie war das mit den 18? Oder haben ach, wir schon scheiße. Nein, scheiße, stimmt. Ach, Kalle, leide dir nichts Geld bei mir. Ob ich jetzt 2 Millionen oder 1,5 Millionen auf dem Konto habe, ist mir scheißegal. Stimmt, du kriegst noch Geld. Dreh nicht nach 100.000 oder so. Also ich nehme auch was von den 2 Millionen. Ich habe gar nicht so viel. Immer gucken, wie viel ich habe. Ja, du kannst. Lol. Wie viel willst du haben? 100.000, 200.000, 300.000, 400.000? Nein, ist nur Spaß. Er nimmt alles. Also, wenn es geschenkt ist, ja, sage ich nicht nein. Aber, ne? Ich bin arme Sau. Na, wenn man Häuser kaufen will, Gewerbe machen. Es bleibt einfach auf der Liste stehen. Nein, ich weiß, man halt weiß ja, natürlich. Ich notiere mir das. 18 war das, ne? Stimmt. Plus Verzugszinsen, jetzt 180. Zinseszins. Millionen. So, dann erschieße ich dich gleich. Dann brauche ich kein Geld mehr geben. Wow. Ja, Kostenstrafe so weniger als die Zinseszinsen. Richtig. Ich hab's vorhin nicht mal auf Schirm, glaube ich. Gestern ein Auto gekauft noch. Ich dachte, für so viel Geld. Ja. Was kommt, weil du mich nicht anrufst? Ich hab dich auch versucht anzurufen. Ich hab dich aber nie erreicht. Ich guck da nie drauf, wenn mich anruft. Ja, siehst du mal. Ich guck dir nie nach. Keine Ahnung. Sag mal, Kalle, du rufst mich ja nicht auch nie an. Was soll das eigentlich? Ja, hab ich echt? Nochmal überhaupt? Ja, ich glaub schon. Echt? Ich hab hier einen Ellie. Nee, hab ich gar nicht hier drin. Warte. Naja, gut, ich muss leider los, Leute. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Ja, bitte. Gleichfalls. Was? Ja, da bist du, ja. Okay. Ja. Meld dich mal wieder. Ja, mach ich gerne. Ja, James, meld dich mal. Ja, mach das gut. Du brauchst nicht ständig anrufen. Wow. Das stimmt gar nicht. Süß miteinander, was ist denn los? Ja, ne? In der Luft. Das ist normal. Das sind meine ersten Freunde, die ich getroffen habe. Also James und Nico. Ah. Ja, James war der Erste. So eine richtige... Oha. Okay. Und, aber nicht der Letzte, gell, Ingo? Nee, James war der Erste. Ja, ich bin da tolerant, also. Ja, passt. Dann geht's ja. Tschüss. Ja, macht es gut. Tschüss. Schönen Abend euch und bis demnächst. Ja, danke, ciao, ciao. Schön. James, melde dich. Ja. Ruf mich wie war das jetzt nach links oder rechts einlenken, damit ich ihn umfahre? Den. Links. Ah ja, Balduin möchte fahren. Auch okay. Einmal bitte, da weißt du hin. Ja, soll ich fahren? Okay, fahre ich. Hä? Ciao, ciao. Eingestiegen. Lol. Ja, sonst kommt man da gar nicht weg. Sehr gut. Ja, einfach wegfahren.
Ja, erstmal ja, zu uns, ne? Dann hast du dein Auto ja, da, genau. Dann kommst du da auch weg. Gut. Top Sache, top Sache. So muss das, so muss das. Ja, natürlich. Freilich. Wann ist denn das PD hier eigentlich fertig? Da freue ich mich, das freue ich mich auch. Wie? Ich hoffe's, wir brauchen das nicht da. Obwohl ich das kleine PD, also die Lage von unserem PD finde ich auch ein bisschen dumm, ne? Wieso? Ich weiß nicht. Mir gefällt das da irgendwie nicht. Irgendwie so voll versteckt, weißt du? Ja, aber zentral halt schon, also zentral ja, in der schon, Stadt. Ja, natürlich, aber weiß nicht. Mag ich trotzdem irgendwie. Ich ruf mal Franco an. Ja. Hey Franco, und was kam raus? Seid ihr fertig schon mit eurem Gespräch? Wir sind schon fertig, aber wir führen gerade noch ein anderes Gespräch beim Anwesen, also bitte noch nicht herkommen. Okay, wir, dann bleiben wir weg. Wir werden auch nochmal sprechen. Ah, alles klar. Gut. Jo, ciao, ciao. Dann, ciao. Einparken und nicht zum Anwesen kommen. Okay. Mach immer. Gut. Halt nicht. Und bis morgen, hat er gesagt. Ja, gut. Dann werde ich mit Jules so, noch so? Mich abmelden ja, bei so. Jules. Ja. Weiß nicht, wie du es machst. Ich werde jetzt mal gucken, wo mein scheiß Jester ist. Ich nehme dich mit runter. Okay. Vielleicht mach ich noch einen Pounder Erdbeeren oder so. So. Ist dein Chester vielleicht, warte, ist der vielleicht irgendwo hier? Hier nee. oder hier? Ja, aber hier. Guck es dir, aber guck mal, ich hab den doch vorhin gefahren. Also, und jetzt ist er wieder weg. Weiß ich nicht, wann hast du den Chester gefahren? Na, wo wir hier standen, da habe ich den ja kurz weggefahren, um zu hoffen, dass du den dann siehst. Achso, du warst mit drinnen? Ja, ja, natürlich. Hat das auch nicht gesehen. Ja, ich weiß, dass du das nicht gesehen hast. So, dann mit meinem Kuruma weg und schwupps ist er komplett weg. Na, super. Was soll ich davon jetzt halten? Keine Ahnung. Also entweder der ist wieder irgendwo weg. Achso, du wolltest mir mal Bellas Nummer geben, ne? Ja. Aber das muss ich dann machen. Dann frage ich sie mal, ob sie mal orten kann, wenn es möglich ist. Bellatriga. Mhm. 555. Hab ich. 21. 21. 50. 50453. 453. Yes. Okay. Ich danke dir. Ja, nichts zu danken. So, dir dann eine schöne Nacht. Ne? Ja, danke, danke. Komm, fahr gut nach Hause, ne? Ja, das krieg ich hin. Mach's gut. Jo, tschüss. Danke dir auch nochmal fürs Fahren. Ach, kein Problem. Wann müsste dann mein Auto fertig sein? Wann war das? 0 Uhr. Ah ja, ja, okay, so lange bleibe ich jetzt nicht. Alles klar. Jo, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Autsch. Mikrofon muted. Tür voll geschliffen. Mikrofon activated.
Ja, Gott. Naja gut, jetzt weiß ich auch nicht genau, ob ich mich jetzt... Ja, dann melde ich mich jetzt kurz bei Juice ab. Weil ich Franco nicht stören will. Naja, was soll man tun? Warum steht denn der halbe auf der Straße? Na, ich tanke jetzt erstmal die Karre. Damit die noch getankt ist und dann geht's in Flight Simulator weiter. Microphone activated. Hey ho, wollt mich nur abmelden. Alles klar, gute Nacht. Jo, euch auch, ciao. Schlaf gut. Tschüss. So, ab nach Hause. Ab nach Hause und rein in den Flusi. Flight Simulator. Ah, mit 90 so ein Drift. Ja, geht mit dem Auto. Läuft. So, da einmal absperren. So, absperren. Das Fahrzeug ist verriegelt. Was mit dem hier? Das Fahrzeug ist auch verriegelt. Gut. Dann schließen wir hier gleich mal die Ham. Einen zumindest. Und hier 15. Zack. Fest. Dann haben wir zumindest hier ein bisschen was mit am Start. So. Und dann werden wir den auch mal eine Runde fahren. Wenn wir hier nicht rauskommen. So, und den stelle ich jetzt mal wieder gerade rein, damit das... guck. So, passt. So, Frisi Mata. Simater. Hast du auch Grüte? Ja, ich gehe jetzt ins Bett. Beziehungsweise ich gehe nicht ins Bett, aber ich gehe ins Haus. Ja, ich werde in den nächsten 10 Minuten hoffentlich auch dazu kommen, weil ich weiß nicht, was der Typ in kleinen Laden sucht. Er bleibt dafür verdammt lange. Wer, der David? Ja. Oh, weh. Du sagst es.
Was wollte ich gerade noch sagen? Franco hat noch eine zusätzliche Besprechung. Jetzt gerade im Anwesen. Wir sollen nicht hingehen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Scheinbar. Okay, ich bleib da aber noch restend. Wie, was? Ich bleib dann erstmal noch außer Haus. David? Weil er hat aber zum. Nee, nicht zum Anwesen. Also, du kannst dein Auto kannst du holen, aber nicht hinter den Garten. Okay, ja. Hau mal kurz hier rechts rein, David. Was hat er genau gesagt? Sie haben jetzt gerade noch ein Gespräch mit jemand anderem und wir sollen nicht hinten in den Garten reinkommen. Aber nicht mit JTF. Nee, nicht JTF. Okay. Und er hat dann gesagt, ja, bis morgen. Okay, alles klar. Okay, ja, dann ist okay. Also ich habe mich jetzt auch abgemeldet bei Jules jetzt noch zusätzlich, weil er direkt gesagt hat, bis morgen und ja, ich gehe jetzt dann ins Haus. Okay, alles klar. Okay. Passt so. Jo, deine Autos, hast du die schon bewegt? Nee, mach ich noch. Okay. Ja, dann mache ich das schnell, dann kannst du das, musst du das auch nicht machen. Jo, vielen Dank. Gut, ja, dann bis an Kaffeetisch. Genau, okay. Ciao, ciao. Okay, okay, ciao. Microphone muted. So. Wir haben schon eine Strecke rausgesucht. Ach, verdammt. Na gut, das Motorrad kann ich natürlich nicht bewegen, da ich keinen Schlüssel dafür. Und somit war's. Das Anrufen muss ich heute keinen mehr. Das heißt, Arrivederci! Arrivederci. Channel switched. Gut. Ab in den Talkscreen. Yo, Leute, es geht jetzt weiter mit dem Flusi. Wie versprochen. Schön, Flight Simulator. Jetzt muss ich nur gucken, dass tatsächlich dieses Mal alles geschlossen ist, was nicht gebraucht wird. Wieso greift denn bitte Chrome und TeamSpeak auf die GPU zurück? Das macht überhaupt keinen Sinn.